Servus, grüß euch, ich bin der Luki. Herzlich willkommen zu meinem allerersten Let's Play. Jetzt kommt das Intro. So, nochmal hallo. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich das vorher noch nicht gemacht habe. Warum mache ich jetzt ein Let's Play? Ganz einfach, ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit. Das könnte an einem Virus liegen, der momentan umgeht. Ich habe mir gedacht, ich probiere mal ein Let's Play aus. Und was spielen wir? Wir spielen Bioshock. Das habe ich, wie es rausgekommen ist, vor, ich glaube, 2007. Da war ich 19 Jahre alt, bin kein Mathe-Genie. Ja, da habe ich das mal kurz angespielt gehabt, am PC damals. Ich weiß nicht, warum ich es nicht durchgespielt habe, ich habe glaube 2 Stunden investiert in das Spiel und dann war es auch. Ja, und ich habe jetzt durch meine Bibliothek geblättert vor die Gratisspiele, die es gibt vom PlayStation Store, PlayStation Plus. Und da habe ich mir gedacht, Bioshock passt am besten, weil das ist nicht so lange vor der Spiele da und vielleicht schaffen wir es sogar, dass wir es durchspielen. Also, let's go, gehen wir ins Spiel. So, in der Edition sind sogar Bioshock 1 und 2 drinnen. Schauen wir mal, was mich erwartet. Ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht der größte Shooter-Fan. Und es soll ja ein bisschen horrormäßig auch sein. Ein bisschen. Bin jetzt auch nicht der größte Fan von, aber ich höre mich selber nicht reden. Aber schauen wir mal, was bringt. Blind Squirrel. Ja, das ist unnötig. Wie gesagt, ich bleibe momentan daheim, sollte jeder andere auch machen, außer zum Einkaufen oder was halt arbeiten. Nicht jeder kann Homeoffice betreiben, ich Gott sei Dank schon, aber alle, die arbeiten müssen, ihr seid meine Hürden. So, Spiel starten. Neues Spiel. Stelle die Helligkeit so ein, dass sich die dunkelgraue Box gerade noch vom schwarzen Untergrund abhebt. Da unten ist die dunkelgraue Box gerade noch abhebt. Es blendet mir ein bisschen das Licht, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob ich das auf Dauer so los. Ja, passt schon. Passt schon. Leicht, du bist ein Shooter-Neuling. Fortgeschritten, du hast bereits andere Shooter gespielt. Schwer, du bist absoluter Shooting-Experte. Extrem lesen wir gar nicht durch. So. Machen wir fortgeschritten. Ich spiele hauptsächlich Warframe und da ist auch ein bisschen ein Shooter-Ding dabei, aber. Ja. Fortgeschritten bin ich schon. Bioshock. Ryan schmerzt Schmugglerring aus. Ich muss schauen, ob mein Aufnahmegerät die aufnimmt. Ja. Ich habe das überhaupt provisorisch alles eingerichtet. Aber es sollte reichen. Klassischer Black Screen. Bioshock. Der Wilson ist auch da. Uninteressante Information. 60 Server.
Da, Titanic. Ah ja, das war's noch. Da muss man aufs Land kommen. Unter Anführungszeichen Land. Gibt es überhaupt ein Land? Das ist ja alles unter Wasser, oder? Und seid mal nicht besser, wenn ich schlecht spiele. Ich bin halt nicht immer der beste Spieler. Gebe ich offen und ehrlich zu. Ich will schauen, dass ich immer so eine Stunde pro Session mache, weil länger ist mir ehrlich gesagt zu anstrengend und ich will nicht so viel Zeit mit dem Schneiden verscheißen, so jetzt einmal. Deswegen kurz gehalten, dafür Fun, Fun, Fun. So. Eine Tür. Hier ist es dunkel. No gods or kings, only men. Was steht da? In what country is there a place for people like me, Andrew Ryan? Faszinierend. Ich muss mich erst ein bisschen an die Steuerung gewöhnen, also nicht wundern. Ah, ein U-Boot. Was ist ein Paket unter Wasser? Ja, ein U-Brot. Gags, Gags, Gags. Service Radio. Ja, ich lese alles vor, weil ich einfach nicht weiß, was ich dazu tun soll. Und der Sinn eines Let's Plays ist, dass man nicht nur zuschaut, sondern auch ein bisschen die Zuseher unterhält. Sage ich einmal. Aber wenn was Wichtiges ist, bin ich eh leise. Rapture. Oh, ein Kraken. Oder ein Oktopus. Ist das schon ein Big Daddy da? Hassen die Big Daddies? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Splicer. So, wir sind angekommen in Rapture. Du kannst das Spiel jederzeit über das Pause-Menü speichern. Das ist eine sehr wichtige Information. Gibt es Autosave? Das war interessant. Vor schwierigen Gegnern oder so. Munitionsauswahl. Springen auf Dreieck. Springen auf Dreieck? Naja. Springen auf Dreieck? Wir tun Springen auf Dreieck. Johnny!
Wenn du nichts tust, wird auch nichts. Also. Was hat der Mann da? Servus. Da hat er jetzt gern außer. Ja, also. Das da? Nehmen wir. Atlas. Das will ja. Gehe weiter nach oben. Ja, Sprungtaste funktioniert. Vita Chamber, was ist das? So, das ist wunderbar. Okay, so Gesundheits Dings. Ich werde jetzt nicht allzu viel lesen, weil das ist für euch auch Fahrt. Deswegen schaue ich, dass ich das immer relativ schnell mache. So. Schön. Es ist finster. Scheiße. Ein Schraubenschlüssel. Cool. Ah ja. Der klassische Schraubenschlüssel. So, wo geht's weiter? L, um dich zu ducken. Fort. Ja, gleich die erste Heilung verbraucht, unnötigerweise. So gefällt mir das. Was ist das? Mülleimer. Kartoffelchips. Die Chips haben. Was ist das? Pep-Riegel. Der Pep-Riegel hat einen Gesundheitsschub. Okay. Dann noch was. Scheiße, was habe ich gemacht? Entschuldigung. Kartoffelchips. Ja, so von der Aufmachung gefällt es mir eigentlich schon ganz gut. Das Düstere ist nett. Ist nett. Plasmid. Was auch immer. Oder ein bisschen was von Fallout. Habe ich nicht gespielt, aber viele Let's Plays gesehen. Elektrobolt. Krieg ich da mehr Fähigkeiten, mehr erste? Das war cool. Elektro! Sein Name ist Electro Bolt.
Er bekam seine Fähigkeiten, indem er sich eine Spritze injizierte. Beste Origin Story. Adam. Ich muss morgen in eine Kamera zum Schauen. Nicht auf dem Bildschirm. Who is your daddy? Mr. Bubbles. Ja, Mann. Eine Faust wie ein Blitz. L2 macht man das, ne? Aber da hat man nicht unbegrenzt, glaube ich, davon. Muss man sich immer wieder aufladen. Ah ja, das Blaue, okay. Das Mana-Balken. Das Mana-Balken. Kann ich wieder aufladen da? Schieße mit Elektroball auf Türschalter, um ihn zu knacken. Jetzt brauche ich nur mehr einen Türschalter. Los Schalters die Tyros. Was ist das? Da war gerade was. Ah, Mülleimer. Eve heißt das Zeug, okay? Eve. Eva. Ja, ich schätze mal immer so weit. Weil ich muss durch den Gang dahin. Das weiß ich noch. Erst. Kann man da irgendwo auf ein Menü zugreifen oder was? Was ich mit habe? Das war interessant. Optionen. Steuerung. Na. Spieloptionen. Na. Ich suche die Steuerung. Wo was passiert. Ich tue mal den Untertitel ein. Hat das jetzt übernommen? Nein. Weil das ist dann für euch einfacher zum Mitverfolgen, wenn ich mal deppert einrede. Ja, automatisches Zielen. Bin ein Noob. Wurscht, machen wir mal weiter. So, wo war jetzt das Tier? Da. Ah, hier sprüßen Funken, das heißt, ich muss wohl hier mit anderen Funken entgegenwirken. Warum ist die Nadel. Wow. Fast schon zu laut, ich höre mich gar nicht selber reden. Oh, schnell durch. Fischi, Fischi, Fischi. Was ich mich immer frage, wieso haut man sich die Nadel immer in die Filme so extrem hart rein? Die kann man ja langsam aussetzen, tut ja viel weniger weh. Was haben wir da? Ascha. Ist das nicht dieser Sänger? Sitzt da wer? Ich muss jetzt erstmal da schauen, was das ist. Ah, das ist diese Vita Chamber.
Oh shit. One clue punch, ich kenne den One Inch Punch. Wo, 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 wo? Lol. L1 um Plasmid auszurüsten. Ich muss ehrlich sagen, ganz momentan gefällt es mir ganz gut, das Spiel. Was ist das? Ein Mülleimer. Ja. Da sitzt doch wer. Eine Leiche. Gut. Verbandskasten. Arcadia Merlot. Merlot. Ist das nicht der Weiner Merlot? Hehehe. Hust, hust. Springer funktioniert auch noch. Entschuldigen Sie, sie brennen. Ah, shit. Ich spüre das erste Mal mit Kopfhörer, sage ich ganz ehrlich, und das macht schon was aus. Also man hört genau, von wo die Geräusche kommen. Ich bin wie so ein 80-jähriger Opa. So, ich habe letztens dieses Intranet probiert. Ja, Macht. Ja, wo bist denn? Ist das ein Aufzug? Der langsamste Aufzug ever. Geht zu Neptunes Bounty. An die Szene kann ich mich auch noch erinnern. Schau mal klar, ich muss testen, was das ist. Verbandskasten. Erinnerung in lieber Erinnerung. Ah, da oben ist sogar ein Pfeil, wo ich hin muss. Entschuldigen Sie, gnädige Dame. Geht es Ihnen gut? Hallo? Aktiviere eine Waffe und fahre sie ab. R2 gedrückt halten und betäuben. Kostet okay. Eine Pistole. Eigentlich ist das ein Revolver, oder? Ist, ein Revolver ist eine Pistole. Aber ist eine Pistole ein Revolver? Fragen über Fragen. Kaschmir-Restaurant. Dieses 60er-Jahre-Setting ist schon irgendwie geil. Kann man nicht helfen.
In der Zeit hast du noch weniger Probleme gehabt, kein Internet, hast du noch so treffen müssen mit den Leuten. Heutzutage reicht es, wenn du dann Videochat machst. Der schaut doch aus wie von Fallout, der Maxl, oder? Ist das vom selben Studio? Was passiert jetzt? Okay, man sieht Geister. Okay, da ist einer hinter der Tür, aber ihr wisst jetzt schon, was das ist. Loch in der Toilettenwand aufheben. Tagebuch. Ah. Alles klar. Ja, ja, Hilfe! Ich muss mir das Nachladen angewöhnen. Ich sage, ich bin ein Noob. Nachladen. Okay, wenn man auf R1 drauf bleibt, kann man zwischen die Waffen wechseln. Gut zu wissen. So, da liegt auch noch was. Aufheben, aufheben, aufheben. Oh, Geld! Da ist nur einer in der Tür, was ist mit euch? Nein, ist keiner mehr. Das kommt doch von da. Brenda! Mach endlich die Türe auf, Brenda! Ja. Ja, okay. Oh, ist das so eine kleine Schwester? Das habe ich mir schon fast gedacht. Bruder Jakob. Das ist Bruder Jakob. Das ist das eine, das schon immer singen müssen in verschiedenen Sprachen. Ich kann es in Deutsch ist Bruder Jakob, auf Französisch ist Brother Peter. Im Englischen ist Brother Peter. Frere Scharke natürlich, ich Trottel. Oh. Frere Scharke heißt es. Das ist also ein Big Daddy. Scheiße, da kann man aufmachen. Fuck, ich hab Angst. Ich tue mal speichern. Speichern. Neue Speicherstatte. Ich schau gerade, wie viel haben wir jetzt? Halbzeit. Wir haben eine halbe Stunde gespielt. Wie gesagt, wir schauen, dass wir immer eine Stunde machen. Und ich hoffe, ich nuschel nicht zu, weil das ist mir gerade selber wieder aufgefallen, dass ich teilweise sehr undeutlich spreche. Wenn es euch irgendwas auffällt, was ihr verbessern könntet, ich komme vor, als ein Influencer, ja. Wenn euch irgendwas aufgefallen ist, wenn ihr wollt, dass sich was verbessert, dann schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like da, ein Abo, drückt die Glocke. Wie man die benutzt, weiß ich nicht, benutzt man die automatisch? Sollte man das nochmal durchlesen. Sollte es passieren, dass du dich in einer der feindlichen Bewohner von Rapture tötest, wirst du... Ah, das ist ein Respawn-Punkt. Okay.
Ja, schießt vielleicht auf mich. Trompe. Ah, Pistolenkugeln. Ich glaube, jetzt würde ich mir auf die Knarre wechseln. Gut, das Schießen hat nicht wirklich so einen Wumms. Was will sie? Ein Splicer im Wasser. Ah ja. Aber ja, das haben wir doch, dass das mir auch schaut. Dummer Lukas. So. $5 waren dazu mal sehr schön viel, oder? So, das war dann heute sicher so. Ja, jetzt haben wir angesoffen, oder was? Scheiße. Naja, der hält was aus. Der ist nicht lang. Der ist nicht lang fett. Natürlich. Wow, shit. Ich nehme mal wieder einen Schraubenschlüssel, dass ich ein bisschen Munition spare. Wie viel kommen da noch? Hätte ich jetzt einen komischen Restaurant gegessen? Kaffee! Der Kaffee hat die Eve. Okay, für Eve habe ich nicht mehr drei. So, da ist der Pfeil. Aber jetzt schauen wir da rein. Wahrscheinlich muss ich es holen. Wir lassen Schuhe glänzen. Das ist schön. Medical Pavilion. Pavilion. Ja. Ich habe mir gerade gedacht, haben die in den 60er schon Fernseher gehabt? Natürlich haben sie schon Fernseher gehabt. Ja. Was mache ich dabei? Ah. Dos vidanje. Das heißt auf Wiedersehen. Ja, jetzt kann ich da wieder einer, oder was? Geschlechte. Huh. Ja, macht Spaß, muss ich sagen. Die Geschichte, was soweit zum Sehen war, ist auch ganz interessant. Ich bin gespannt auf mehr. Vor allem auf die Fähigkeiten, was noch kommen. Ich glaube, irgendeine telekinetische Fähigkeit gibt es dann auch noch, was ich noch weiß. Aber dann war es, glaube ich. Ich glaube, mehr habe ich dann nicht mehr gespielt.
glaube, da gibt es eine Szene, wo man am Baseball irgendwie telekinetisch irgendwie schießen kann. Dr. Steinmanns Praxis für plastische Chirurgie. Den Notzugang. Benutze den Notzugang. Drücke, um deine Karte aufzurufen. Was ist das für Clown? Bitte kein Clown. Ich bin im Foyer. Bla bla bla. Eine Genbank. Okay, das schaut ja alles halbwegs geradlinig aus. Ich mag das nämlich gar nicht, wenn das zu Open-World-mäßig ist dann. Verkaufsautomat ist der Clown, okay. Dann schauen wir mal zum Verkaufsautomaten. Ein bisschen Geld habe ich jetzt, eh. Din, din, din. Verbandskasten. Gut, da habe ich 8 von 9. Was, die kosten 20 Dollar? Tschetschenischer Wodka. Eine Flasche Wodka stellt zwar eine kleine Menge Gesundheit her, entzieht aber auch eher eine kleine Menge Eve. Okay. Ionischer Schrott. Ja, ich sage einmal, dabei brauche ich nichts. Bis ich am Ende vom Spiel 1000 Dollar überhaupt. So wie es mir sehr oft geht, dass man einfach nichts investiert in das Spiel, aber wenn es auch ohne geht, warum nicht? Untersuchen. Hacken? Da kann man hacken. Ah, hacken. Gehackte Sicherheitsbots sind auf einer Seite und greifen den Feind an. Jetzt hacken. Finde Rohrsegmente, in denen du verschiedene versteckte Platten entdeckst. Rohr austauschen. Okay. Ah, okay. Ich verstehe. Ah, wer deppert. Da ist der Ausgang. Machen Sie nach unten. Genau, das habe ich schon da. Sehr gut. Fertig. Gehackte Sicherheitsbots sind auf deiner Seite und greifen. Sind auf. Okay. Ah! Ein erfolgreicher Hack. Kommst du mit? Aber ich würde schauen, gibt es da noch was? Ich muss mir da kurz umschauen, tut mir leid. Was haben wir da Schönes? Heute ein Tagebuch. Handtasche. Das glaube ich. Der will nur an dich ran. Der macht sich an dich ran. Jetzt habe ich Rosenmacher. Hey, da oben ist auch noch was. Versteckt. Aber nichts bleibt unentdeckt. Bandagen. Die Bandagen haben deine Gesundheit an Schub. Medical Pavilion. Abgöttisch. Das ist schon wieder weh. Witz. Fetzen, Alter, fetzen.
Das ist die Stimme von Krusty. Alter, wer schießt da? Das ist doch der Krusty. Ist das dieser Professor, dieser Doktor, der Chirurg? Wahrscheinlich. Die Drohne hat sich aber Rosenmauer, habe ich das schon gesagt. Tagebuch. MG-Patronen. Bin gerade ein bisschen mindblown. Adam heißt das Ding, was man sich spritzt. Und Eve heißt dieses Ding. Das ist Adam und Eva. Adam und Eve. Gar nicht mehr so deppert. Dr. Steinman, hol dir Steinmans Schlüssel. Alter, wo ist er? Dumm! Dumm, dumm, dumm. Der Pferd sagt da um. Warte mal, ich habe eine Karte. Ja, das ist ja falsch, muss ich aufhören. Oder? Schauen wir nochmal sicher selber zurück, nicht, dass ich dann umsonst einen Weg nehme. Die Leute hier sind ja vollkommen verrückt. Ah ja. Wo ist dieser Dr. Steinman? Dieses Lochen macht auch irgendwie nervös. Ich gehe jetzt einfach da durch. So. Wow, shit! Wieso schieße ich nicht? Ich Idiot. Boah, geil, ein Maschinengewehr. Komm nur her! Erst, wo? Ah! Kommen wir jetzt von beiden Seiten? Wow! Wow! Achso, ist der Bot. Fuck. Weg! Was? Ernsthaft? Ich habe ja nur Leben gehabt. Ich habe da 9 plus. Achso, muss ich mich vielleicht immer hören. Dass ich voll bin. Mhm. Okay. Wieder was gelernt. So, wo waren die Lustigen?
Wird schon passen. Was sagt die Uhr? 3:15 ist. Steinman! Der Steinman. Das ist ein Krass, das ist eine Grundstimme. Oh, eine Klingel. Oder sowas in der Art. Eine Missgeburt. Shit, 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 shit. Ich trottel nicht die Hecken kennen, als habe ich nicht gemacht. Ei. Was bin ich doch für ein Schaf? Jetzt kommt ein bisschen Action auf. Wieso haben die jetzt alle Waffen? Also Pistolen, meine. Ja, geil. Ja. Ja, es war sehr vergnüglich. Bin sehr vergnügt, wenn du auf mich schießt. Habe ich keine Munition mehr? Achso, ich bin voll aufgeladen. Ich wollte gerade nachladen, aber ich bin eh aufgeladen. So. Munition sparen. Alter. Den hacken wir jetzt, dass ich ein bisschen Ruhe habe da. Das gibt's ja nicht. So, da unten geht's auf. Ah, da rennt der Zeit mit. Shit, da muss ich aber schnell sein. Okay, easy. Jetzt habe ich es heraus. Habe ich gehabt. Das. Fertig. Jetzt gehörst du mir. Leer. Ich muss ein bisschen besser mit meinen Ressourcen haushalten, weil ich sehe schon, ich bin sehr verschwenderisch. Du hast Spezialmunition halten, drücke und den Munitionstyp zu ändern, benutze die richtige Munition für den richtigen. Panzerbrechend, okay. Gibt es ab im MG. Nein, da bin ich nur das eine. Gut. Da ist wieder Automat. Vielleicht leiste ich mir jetzt sogar was, wenn ich jetzt da
der Boss kommt. Signore della Bassa! Da kann man hacken. Da kann man die Automaten hacken. Das ist die Frage, das sollte normalerweise nicht sein. Ne? Dann kommt dann sicher irgendwas, wenn ich was hack. Es ist immer was Negatives dann. Also Aktion, Reaktion. Nein, ich traue mich nicht. Scheiße, das muss ich machen. Fuck. Shit. Ich kauf's lieber. So, Verbandskasten habe ich. Nehmen wir dazu. Der kostet 20, Alter. Eve war vielleicht nicht schlecht. Na, ich probier's so. Wie? Der was? Alkoholismus? Ja, was soll das? Warum sollten normale Menschen zu den Schönen gehen? Prüste. Ist das dieser Professor Steinmann? Wo ist der jetzt daherkommen? Finde Telekinese. Ja. So, ich probiere das jetzt nochmal mit dem Hacken. Jetzt hacken. Wir müssen da um. Zack, zack, zack. Das tauschen wir aus gegen das. Da gehen wir rauf. Das passt. Das passt da. Das passt nicht. Das tauschen wir aus mit dem. Dann gehen wir da weiter. Sehr gut. Na. Das nehmen wir da her. Dann brechen wir eins für auf zu. Habe ich gehabt, echt dummer Mensch. Das nehmen wir. Das tauschen wir aus. Und jetzt brauchen wir wieder ein Grodes. Das tun wir da her. Ja, dumm. Fertig. Erfolgreich gehackt. Wie viel habe ich vorher gehabt? 6, jetzt habe ich 6. Komme ich nicht von da? Oh! Ich bin so gewöhnt, dass ich mit L2 zu besum. Ich habe ein Ziel, also übertroffen.
Wo ist deine Puppe? Ja, da blinkt was, ich will das nicht mehr. So. Wie komme ich da durch? Der Pfeil zeigt eindeutig in die Richtung. Ziel ist da drüben. Warte mal, warte mal, warte mal. Was ist das da? Ein wenig enttäuschend. OMG. Einmal kostenlos hacken. Schön. Schön, schön. Ja, jetzt bin ich wieder fett. Ja, das kostet Eve so einen Scheiß. Wieso hebe ich das überhaupt auf? Ich Trottel. Alter, was ist das? Was ist das? Ich bin wieder da. Nein, ich muss da runter. Irgendwie muss ich da rein. Supply, da waren wir gerade, da ist auch nichts. Ein Pokal. Was? Ich trinke lieber nichts, weil sonst habe ich gar kein Eve mehr. Eine Eve-Spritze, sehr schön. Ich muss da sicher irgendwas aktivieren, aber ich weiß nicht was. Ich kann doch nicht so dumm sein. So, wurscht, ich schau nochmal auf, was genau da drüber ist. Vielleicht muss ich da irgendwas drucken. Ja, jetzt bin ich nämlich wieder da hinten, das ist ein Schaß. Ich meine, ich fahre ein paar zerbrechende Munition kriegt, jetzt weiß ich nicht, so wie die. Mal probieren, ob das was bringt. Ich glaube nämlich nicht, dass das was bringt. Warum sollte das auch was bringen, wenn ich mit Elektrizität auf Eis schieße? Das hätte ich mir vorher auch denken können. Ja gut, liebe Leute, ich glaube, wir belassen es mal dabei. Ich speichere mal da an. Das soll es fürs Erste gewesen sein. Ja, beim nächsten Mal geht es weiter. Vielleicht schaue ich nach, wie man da weiterkommt, weil ich wieder nicht mich unnötig aufhalten lassen. In diesem Sinne, macht es gut, bleibt daheim. Geht es nicht fort, trifft sich nicht mit Leid. Auch wenn es schwer ist. Aber je früher man, also je länger man, wie sage ich das am besten?
bleibt daheim, dann ist es bald wieder vorbei. In diesem Sinne, grüß euch und auf Wiederschauen.